Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, zur 53. ordentlichen Generalversammlung der Baloise Holding AG heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem Erscheinen einmal mehr Ihr Interesse am Wohlergehen der Baloise bekräftigen. Ich begrüße herzlich unseren Ehrenpräsidenten Rolf Schäuble. Lieber Rolf, wir freuen uns sehr über deine Anwesenheit. Du hast auch in den vergangenen 5 Jahren unsere Baloise immer mit Wohlwollen begleitet. Genauso freue ich mich über die Anwesenheit vieler ehemaliger und Pensionierten. Sie alle lassen uns damit die Verbundenheit zu unserem Unternehmen spüren. Dieser Esprit de Corps über das Arbeitsverhältnis hinaus ist ein zentrales Element der von uns allen geschätzten Baloise-Kultur. Begrüßen möchte ich in diesem Kreis auch unseren neuen Group-CEO Gerd de Winter. Er wird anschließend über die Zukunftspläne der Baloise zu Ihnen sprechen. Verabschieden werden wir heute unseren langjährigen Vorsitzenden der Konzernleitung, Dr. Martin Strobel, sowie eine langjährige und profilierte Verwaltungsrätin, Dr. Evelyn Sauper. Meine Damen und Herren, wir haben aufgrund zahlreicher Einzelabstimmungen eine vollgepackte Generalversammlung vor uns. Der anschließende Apéro soll und wird Sie für Ihre Geduld ein wenig entschädigen. Der Apéro wird allerdings erst nach Ende der Generalversammlung eröffnet. Weshalb ich Ihnen dankbar bin, wenn Sie bis am Ende der Generalversammlung im Saal ausharren können. Wie gewohnt wollen wir uns jedoch Zeit nehmen für Ihre Anliegen, Anträge oder Vorschläge. Ich bitte Sie aber, sich kurz zu fassen und sich nur zu den jeweiligen Traktanten zu äußern. Bitte verzichten Sie nach Möglichkeit auf bereits in früheren Generalversammlungen vorgebrachte Anliegen und bereits beantwortete Anfragen. Es hat bei der Baloise zudem eine lange Tradition, dass unsere Lernenden aus dem 2. Lehrjahr an der Generalversammlung teilnehmen. Unsere Generation der Zukunft heiße ich besonders herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die Baloise-Gruppe im vergangenen Jahr insgesamt 212 Lernenden, Trainees und Praktikanten die Chance bieten konnte, erste Berufserfahrungen zu sammeln. Damit investieren wir nicht zuletzt in die Zukunft der Baloise, der Region und der Länder, in denen wir tätig sind. Meine Damen und Herren, bevor ich auf das vergangene Geschäftsjahr eingehe, möchte ich mit Ihnen einige grundlegende Gedanken zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld unserer Versicherung teilen. Die Baloise ist ein europäischer Versicherer mit Sitz in der Schweiz. Auf diese Wurzeln sind wir stolz. Die Schweiz ist für die Baloise mehr als ein attraktiver Standort. Wir identifizieren uns mit der gesellschaftlichen und insbesondere wirtschaftspolitischen Entwicklung der Schweiz. Deshalb freuen wir uns auch, wenn unsere Mitarbeitenden im Milizsystem Aufgaben übernehmen und sich aktiv einbringen. Sie wissen, dass auch der politische Dialog bei der Baloise immer Tradition hatte und hat. Ich moniere an dieser Stelle seit einigen Jahren die rasante Zunahme der Regulierung und insbesondere ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die aktuelle Studie der Denkfabrik Avenir Suisse von März 2016 zum Regulierungsdickicht in der Schweiz bestärkt mich darin, dass heute nicht der Tag ist, damit aufzuhören. Wenn ich lese, dass die systematische Rechtssammlung des Bundes für das Jahr 2015 beachtliche 69.000 Seiten erreicht hat und das Personalwachstum bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, der FINMA, seit ihrer Gründung im Jahr 2009 pro Jahr 8%
Betrug. Erscheint es mir dringender denn je, dass die Diskussion nicht länger als ein Jammern der Wirtschaft abgetan wird. Es gab eine Zeit, in welcher die Schweizer Gesetzgebung nur Leitplanken vorgab und Detailregelungen den Geschäftspartnern überließ. Dies war eine der Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolges unseres Landes. Den verantwortungsbewussten und mündigen Bürgern wurde vom Staat die nötigen Spielräume gelassen, um sich im Rahmen von klaren, aber offenen Gesetzen zu entfalten. Unser Zivilgesetzbuch und Obligationenrecht sind Musterbeispiele der ehemals zurückhaltenden schweizerischen Gesetzgebung. Diesen Weg konnten wir auch wegen unseres föderalen und direktdemokratischen Staatssystems einschlagen. Statt einem Staat mit einer abgehobenen Beamten- und Politikerkaste konnten sich in der Schweiz alle Bürger stets direkt am politischen Diskurs beteiligen. Die Mitglieder unserer Parlamente waren und sind eigentlich noch immer als Milizpolitiker näher an der Bevölkerung, als dies in anderen Ländern der Fall ist. Der direkte Kontakt zwischen den Bürgern und den Behörden basierte auf gegenseitigem Vertrauen. Im Gespräch zwischen Bürgern oder Unternehmen einerseits und den Vertretern der staatlichen Institutionen andererseits konnten im Rahmen der Vorschriften für den Einzelfall adäquate Lösungen gefunden werden. Dies war auch deshalb möglich, weil man sich in unserem kleinräumigen Land gegenseitig kannte und die soziale Kontrolle funktionierte. Die Behörden waren bereit, selbst und rasch zu entscheiden. Politik und Regulierung haben sich nicht erst seit Ausbruch der letzten Finanzkrise stark verändert, was insbesondere auch beaufsichtigte Institute wie die Baloise spüren. Heute werden viele Erlasse von Gesetzgebern und Behörden erst nach der Anhörung von Experten oder Mitberichten anderer Amtsstellen getroffen. Zudem orientieren sich Behördenentscheide zunehmend an einer sehr engen Gesetzesauslegung, statt Gesetze und Verordnungen unter Ausnutzung des noch verbliebenen Ermessensspielraumes anzuwenden. Dadurch wird die Regulierung in ihrer Umsetzung noch enger und einschneidender. Weil auch die Politik internationaler wird, werden Regeln aus ganz anderen Gesellschafts- und Staatssystemen oft ohne gedankliche Anpassung an unser System übernommen. Wenn dies aufgrund von internationalem Druck oder gar Sanktionsdrohungen geschieht, sollte immerhin in der späteren Anwendung der übernommenen Regeln eine flexible Schweizer Lösung angestrebt werden. Das bedeutet dann aber auch, dass die Schweiz bewusst darauf verzichtet, Musterschüler zu sein und internationale Regelwerke noch schärfer umzusetzen, zum Beispiel mittels eines sogenannten Swiss Finish. Ich habe aber den Eindruck, dass unsere Diplomaten und Bundesbehörden noch viel zu häufig vorziehen bei ihren ausländischen Verhandlungspartnern und nicht bei den inländischen Betroffenen gut dazustehen. Nun zur Regulierung und Aufsicht von Finanzdienstleistern in der Schweiz. Banken und Versicherer werden seit 2009 durch die FINMA beaufsichtigt, welche namentlich aus der Eidgenössischen Bankenkommission und dem Bundesamt für Privatversicherungen hervorgegangen ist. Versicherer und Banken werden in weiten Teilen ähnlich beaufsichtigt, obwohl beide sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Versicherer denken langfristig, oft in Dekaden. Banken dagegen wickeln Geschäfte mit Kunden in der Dauer von Börsensitzungen, Monaten, höchstens aber in Jahren ab. Bei Versicherern, insbesondere in der Lebensversicherung, sind Kunde und Versicherer langfristig gebunden. Bei den Banken kann der Kunde morgen sein Geld zurückziehen. Und schließlich sind die Vertriebswege sehr unterschiedlich. Weil die Geschäftsmodelle so unterschiedlich sind, müssen die Risiken bei Banken und Versicherern
auch unterschiedlich berechnet und jeweils anders gewichtet werden. Eigenmittelanforderungen sind, außer dass sie bei beiden dem Kundenschutz dienen, nicht vergleichbar. Es wäre daher richtig und vorteilhafter für Staat und Kunden, wie auch für die Beaufsichtigten, die Aufsicht über Banken und Versicherungen wieder institutionell getrennt oder verstärkt nach eigenständigen materiellen Regeln zu führen. Allerdings, das sei hier nicht unterschlagen, erleben unsere Mitarbeitenden im direkten Kontakt mit unserer Aufsichtsbehörde diese auch positiv. Wir sehen erste Anzeichen, dass die FINMA wieder vermehrt den direkten, vertrauensvollen Dialog sucht und Informationen nicht indirekt oder mittels Fragebogen eingereicht werden müssen. Die Diskussion mit fachkundigen Mitarbeitern einer Aufsichtsbehörde im guten und bewährten schweizerischen Stil kann eigene Überlegungen der Unternehmen auch vertiefen und verbessern. Unsere Gespräche mit der Aufsichtsbehörde zeigen, dass auch bei der FINMA Verständnis dafür besteht, dass ein Swiss Finish bei der Übernahme ausländischer Regeln, also eine Tendenz, die Regeln für Schweizer Firmen noch strenger zu gestalten, die Konkurrenzfähigkeit der hiesigen Gesellschaften auf internationalem Parkett verschlechtert. Es müsste auch hier darum gehen, die Anwendung von internationalem Recht und Rechtspraxis wie in anderen Staaten den nationalen Interessen anzupassen. Bei der Suche nach Wegen, wie Risiken berechnet werden sollen, wird die Bereitschaft der Aufsichtsbehörde sichtbar, den ganz unterschiedlich organisierten und tätigen Versicherungsgesellschaften nicht ein gemeinsames System vorzuschreiben und damit Versicherungsgesellschaften als gleichgeformte Monokulturen zu modellieren. Damit komme ich zu meinen Wünschen und Forderungen an den Gesetzgeber und unsere Behörden. Ich wünsche mir, dass unsere Diplomaten und Bundesämter im Ausland selbstbewusster auftreten und zu unseren Schweizer Stärken stehen. Dass die Umsetzung von übernommenen ausländischen Vorschriften ausgerichtet auf berechtigte schweizerische Interessen erfolgt und wir darauf verzichten, internationaler Musterschüler zu sein. Dass kurze, allgemein verständliche Gesetze erlassen werden, welche klare Leitplanken setzen, aber auch gleichzeitig genügend Spielraum in der Anwendung lassen. Dass unnötige und zu detaillierte Vorschriften abgebaut werden. Dass bei der Anwendung der Gesetze und Vorschriften legitime Interessen von Bürgern und Wirtschaft verstärkt berücksichtigt werden. Dass die Aufsichtsbehörde wie Artikel 5 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes dies vorsieht, nicht nur den Schutz der Versicherten, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz vor Augen hat. Damit komme ich zu einem kurzen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Baloise kann stolz auf ein gutes Jahr 2015 zurückblicken und erreicht ein Jahresergebnis von 512,1 Millionen Schweizer Franken. Es liegt nach dem von Sondereffekten geprägten Rekordergebnis aus dem Vorjahr leicht über den Erwartungen. Mit 3,3% erzielten wir ein erfreuliches Wachstum des Geschäftsvolumens in Originalwährung. Der ausgezeichnete Schadenkostensatz von netto 93,3% entspricht dem besten Wert seit 2008. Die Baloise, meine Damen und Herren, ist gut positioniert. Wir sind in der Lage, rentable Geschäftsbereiche weiter auszubauen. Als europäischer Versicherer ist die Baloise in den Kernmärkten Schweiz, Belgien, Deutschland und Luxemburg gut aufgestellt. In unserem Heimmarkt haben die Basler Versicherungen Schweiz einmal mehr ein solides Ergebnis in einem kompetitiven und umkämpften Umfeld erzielt. Die belgische Gesellschaft Baloise Insurance verbesserte den Gewinnbeitrag gegenüber dem Vorjahr erneut und entwickelte sich mit ihrem starken Wachstum zum stärksten Auslandmarkt. Das Ergebnis der Basler Deutschland und die erzielten Optimierungsmaßnahmen werden einmal mehr von Großschäden belastet.
Wir haben in Deutschland noch ein gutes Stück Weg vor uns, bis wir die gesteckten Ziele erreichen. In Luxemburg liegt das Ergebnis über dem Vorjahr und Baloise Assurance ist auf dem Sprung in die Top 3 der luxemburgischen Versicherer. Das gute Ergebnis, verbunden mit den Unsicherheiten im Markt, zeigt sich auch bei der Baloise Aktie. Mit einem Schlusskurs von 127,60 Franken notierte die Aktie etwa auf dem Niveau vom Jahresbeginn 2015. Damit übertraf die Baloise Aktie den Swiss Market Index. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wir können Sie am Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres teilhaben lassen. Wir werden Ihnen heute deshalb beantragen, die im letzten Jahr erhöhte Dividende von 5 Franken unverändert auf diesem Niveau, auf diesem attraktiven Niveau zu belassen. Mit einer Dividendenrendite von rund 4% resultiert wiederum eine attraktive Ausschüttung an Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Dies unterstreicht einmal mehr unsere nachhaltige und attraktive Dividendenpolitik. Auf sehr gutem Kurs liegt auch das im Geschäftsjahr lancierte Aktienrückkaufsprogramm im Umfang von bis zu 1 Million Aktien bis 2017. In 2015 haben wir schon mehr als 500.000 Aktien erworben und damit die hohe Ertragskraft für Sie als Eigentümer weiter verdichtet. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 ist allerdings auch zugleich der Abschluss einer außerordentlichen Baloise-Karriere. Es ist das letzte Geschäftsjahr unter der Führung von Dr. Martin Strobel. Heute, nach fast 17 Jahren im Dienst der Baloise, verabschieden wir ihn. Martin Strobel stieß anfangs 1999 als Leiter Informatik der Basler Schweiz zur Baloise-Gruppe. Mit der Verantwortung für geschäftsübergreifende Großprojekte im Versicherungs- und Finanzbereich hat er sich schnell einen Überblick über die Vorgänge innerhalb der Baloise verschafft. 2003 wurde er zum CEO für den Konzernbereich Schweiz ernannt und nahm damit auch Einsitz in die Konzernleitung der Baloise Group. Martin Strobel setzte unsere Gruppenstrategie des Zielkundenmanagements sowie der operativen Exzellenz im Schweizer Geschäft erfolgreich um. Seine erfolgreiche Tätigkeit blieb nicht ohne Folgen, sodass er am 1. Januar 2009 die Funktion als Vorsitzender der Konzernleitung übernahm. Martin Strobel, mittlerweile auch Schweizer Bürger, identifizierte sich zu 100% mit der Baloise. Er analysiert schnell, verliert nie den Blick fürs Ganze und hat die Hartnäckigkeit, einen eingeschlagenen Weg auch umzusetzen. Er sah als einer der Ersten das Potenzial unserer 2002 initiierten Strategie des Zielkundenmanagements. In seine Zeit fallen denn auch die weitere und klare Fokussierung auf attraktive Zielkundensegmente in unseren Kernmärkten. Die Entflechtung des deutschen Geschäfts trieb er ebenso voran wie anorganisches und organisches Wachstum in unseren Märkten sowie den Fokus auf die Wertschöpfungsorientierung. Sein Leistungsausweis ist unbestritten und seine Verdienste für die Baloise Group bilden das starke Fundament, auf welchem wir heute die Herausforderungen der Zukunft angehen. Im vergangenen Frühling hat er seinen Rücktritt angekündigt. Künftig möchte er wieder vermehrt operativ in kleineren Projekten arbeiten und auch der Versicherungsbranche erhalten bleiben. Wenn auch nicht in operativer Führung, wie im bisherigen Rahmen. Lieber Martin, ich möchte mich persönlich und im Namen des Verwaltungsrates und sicher auch im Namen der Aktionärinnen und Aktionäre für deinen außerordentlichen Einsatz bedanken. Du warst nie ein Manager auf Durchreise, sondern bist und bleibst ein fester Bestandteil der Baloise-Familie. Die Kultur und die Leute in diesem Unternehmen haben dich immer angetrieben und motiviert.
In diesem Sinne ist dieser Abschied auch ein Auf Wiedersehen. Besten Dank für 17 Jahre Baloise.